Yo Freunde, ich bin's wieder, Dom Juan, alias der Lickervernichter. Ich bin wieder an der Stelle, an besagter Stelle, an der wir in der letzten Folge krepiert sind, auf äußerst tragische, auf äußerst brutale Weise. Diesmal sieht die Lage ein bisschen besser aus. Ich habe mein Messer verloren, also das kann uns auch diesmal nicht dienen, das steckt in der Brust von irgendeinem Zombie. Nicht ihr, sondern dem fetten Kerl vor der Tür da. Schade. Ja, und ich habe eine neue Strategie, Freunde. Tatsache, ich bin nämlich nicht zum ersten Mal wieder an diese Stelle gelangt. Das ist jetzt die dritte Aufnahme. Uiuiui, Freunde, was da wieder für Fails passiert sind. Ja, ich habe eine neue Strategie. Und zwar werde ich mich versuchen, an dem Licker vorbeizuschleichen, ja. Ich bin jetzt voll im Pazifisten-Modus. Genau, das genaue Gegenteil von meinem sonstigen Charakter. Ich bin jetzt total passiv und versuche einfach, so gut es geht, an ihm vorbeizuschleichen, nicht für Furore zu sorgen, nicht auf mich aufmerksam zu machen. Nein, das wollen wir nicht. Es dürfte klappen. Ich kann leider nicht pfeifen, sonst wäre das jetzt die perfekte Stelle dafür. Tada! So einfach ist es. So einfach ist es. Und somit haben wir eine sehr wichtige Lektion gelernt, Freunde. Es geht nicht immer. Manchmal muss man auch sich zurückhalten. Man kann nicht immer alles abknallen. Man kann nicht immer, nur weil etwas gefährlich aussieht, muss man ihm keine Kugel in den Kopf jagen. Ja? Das sind Worte, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Viel Zeug, wenig Platz, viel Ärger, der sich da bei mir breit macht, weil, ja, scheiße, kann ich alles nicht mitnehmen. Ich habe mal wieder zu viel Zeug dabei. Objekte untersuchen. Warum sagst du mir das? Warum sagst du mir das an dieser Stelle? Keine Ahnung, was ich hiermit zu tun habe. Hiermit vielleicht. Ah, okay. Das war der Zünder, den wir letzte Folge angebracht haben. Und ich habe mich schon gewundert, dass da nichts passiert ist. Anscheinend fehlt da noch etwas C. Die Batterie. Da fehlt eine Batterie. Ja. Das ist ein Rechner. Ein Computer-Dingsterbums. Okay, wir können uns nicht authentifizieren. Was könnte ich denn hier? Nein, das passt. Ja? Weapons Keycard? Waffenschrank. Waffenschrank klingt aber auch gut. Klingt fast so, als könnte da die heiß begehrte Flinte sein. Ja? Ich meine, wir sammeln jetzt schon so lange Flintenmunition. Wird Zeit, dass wir diese Flinte endlich in den fucking Händen halten und um uns ballern können. Das wird sweet, Freunde. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste. Und deswegen, geilo Combination. Da haben wir es auch schon zusammengeflickt. Geil, dann weiß ich jetzt schon mal einen Weg, den wir absuchen können, falls wir mal wieder auf dem Schlauch stehen. Internes Memo. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Ach Gott. Die Kombination. Bitte. Okay, wir haben eine Kombination für einen Tresor, der sich im Büro Westseite 1F befindet. Ich hoffe, wir nehmen diese Infos mit, ne? Klar, gut. Dann haben wir sie immer parat, falls wir beim nächsten Tresor, der mir in die Hände gerät, ja, da werde ich mal checken, ob wir den mit dieser Kombination öffnen können. Das wäre auf jeden Fall cool. Ja, hier müssen wir uns authentifizieren, offensichtlich. Wie? Weiß ich leider nicht. Ne, also es hat wahrscheinlich nicht hier mit dem PC, sondern mit diesem Rechner hier zu tun. Da muss was reingeschoben werden. Ne?
Ich kann ja mal versuchen, meinen Penis reinzustecken, aber ich glaube, das wird nichts bringen. Ich bezweifle es. Ja, da haben wir, wie gesagt... Oh, eine Blendgranate wäre schon sweet. Eine Blendgranate, warte. Kann ich hier ach, scheiße. Ach, scheiße. Hier vielleicht irgendwas kombinieren? Kann ich die E-Gitarre mitnehmen? Oder diese geile Weste hier? Geile Lederjacke. Was steht da drauf? Made in Heaven. Das ist so das Äquivalent zu den Hells Angels wahrscheinlich hier. Cool. Und ein bisschen Dart spielen. Das wäre doch auch was, Freunde. Ein bisschen relaxen. Ja, es ist krank, dass wir gar nichts... Ach, warum habe ich denn wieder so viel Zeug dabei? Egal. Die Karte vergisst nie, ne? Die Karte merkt sich sowas. Wir kommen zur Not zurück. Jetzt frage ich mich, soll ich weiter nach links gehen oder soll ich jetzt erstmal backtracken zu dem Ort mit dem, wo ich das Sprenggedöns da installieren kann? Die Entscheidung ist bereits gefallen. Ich gehe jetzt erstmal hier, auch wenn es da echt nicht schön aussieht. Okay. 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 Falsche Entscheidung. Falsche verfickte Entscheidung. Hui. Warten wir, bis das Vieh sich wieder abreagiert hat. Das dürfte so 15 Minuten dauern. Es wütet da draußen. Offensichtlich. Irgendwas ist gerade passiert. Kleiner Wutanfall. Passiert den Besten. Ich habe heute auch schon zwei Schranktüren zerschmettert und drei Vasen umgekippt. Ey Leute, sowas kommt vor. Wir sind temperamentvolle Menschen, beziehungsweise das ist kein Mensch. Ist ein Licker ein Mensch? Sind es auch mutierte Wesen oder was ist denn eigentlich ein verfickter Licker? Lass uns mal kurz darüber nachdenken. Was ist die Origin Story dieser Viecher? Ich verstehe es nicht. Oh, guck mal hier. Raccoon. Ich will... Soll ich eine Kugel verschwenden und dem Vieh den Kopf abballern? Ich will sehen, ob was passiert. Komm. Capcom, enttäusch mich nicht. Danke, Capcom. Waschbärbekämpfung. Ja, das war's wert. Das war's wert, Freunde. Die Trophy. Ich bin kein Trophy-Sammler, müsst ihr wissen. Das juckt mich eigentlich relativ wenig. Früher, zu Xbox 360 Zeiten, hatte ich mal richtig viele Achievements, richtig viele Erfolge und habe die auch immer versucht, ja, zu sammeln, ne? Immer die Spiele zu komplettieren. Aber mittlerweile ist mir das so egal. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie egal mir das ist. Ich weiß nicht, warum ich gerade so wütend rede. Ist einfach so. Was? Yo! Das Vieh ist einfach fucking angry. Fucking angry. Lass mich wieder. Ich will doch nur zurück. Ich will doch nur wieder zurück. Komm bitte. Bitte. Ich bin noch ganz... Langsam, ich bin ganz leise, Mucksmäuschen still. Ich tue keiner Fliege was zu, leider. Auch keinem hässlichen, mutierten Hurensohn. Ich bin ruhig. Ich bin besänftigt. Weil die haben keine Augen. Leute, ich hätte es wissen müssen. Langsam ist das ist die beste Strategie, einfach langsam zu sein, denn die Viecher haben keine Augen. Man sieht's ja. Sie haben zwar eine verfickt lange Zunge, aber keine Augen. Ich hätte auch lieber eine verfickt lange Zunge und dafür keine Augen. Würde ich jederzeit machen, den Tausch. Jederzeit. Okay, ich hoffe jetzt... Ja, natürlich. Dieser Zombie hat sich noch nicht in Luft aufgelöst, entgegen unserer Erwartungen. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam um ihn kümmern. Müssen wir es aber wirklich tun oder können wir ihn einfach ignorieren? Ich will erstmal nachladen. Und dann würde ich fast sagen... Ignorieren. Genau wie bei Trollen im Leben oder Hatern. Würde ich einfach sagen, ignorieren ist die beste Strategie, Leute. Fuck it. Wow, auch hier. Obwohl. Hat mein Messer. Die Frage ist, sollen wir uns das Messer wieder zurückergattern? Macht das Sinn? Weil so viel Energie hat das Messer nicht mehr, ne? Es war letztes Mal schon auf Halbmast. Ach, ich weiß nicht. Ich habe nur 12 Kugeln. Egal. Er wird es noch lange in der Brust behalten. Er wird uns, glaube ich, auch nicht hier hoch verfolgen. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Wir wissen ja, wo es lang geht. Beziehungsweise wir haben einen Ansatz. Wir haben einen Ansatz.
bin ein bisschen nervös. Bisschen angespannt. Wegen solcher Dinge. Wegen solcher Überraschungen. Wow! Nein! Don't do this shit, man! Don't do this shit! Do not do this shit, Ludwig. Not today. Not today. Vielleicht morgen wieder, okay? Ja, das will ich sehen. Zermatschte Köpfe, Freunde. Jetzt haben wir aber ein bisschen Schaden genommen. Ah, ich will noch nicht das Kraut da benutzen, weil es halt ein sehr, 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 sehr potentes Kraut ist, ja. Gorilla Clue, wenn man so will. Aber wir haben nur eine ganz leichte Fleischwunde. Wir sind nur ganz leicht angekratzt. Ja, man, lass uns erstmal hier. Jetzt müssen wir aber gut aufpassen, ne? Ich habe keinen Bock wieder beim Steich. Guck mal, ich bin so wütend, ich verspreche mich die ganze Zeit. Ich will nicht wieder meinen Spielstand laden müssen. Ich will jetzt echt mal ein bisschen Progress, ein bisschen Fortschritt, Leute. Ich brauche ein bisschen Fortschritt. Ich muss doch endlich mal was erreichen im Leben. Was haben wir hier? Ist hier überhaupt was? An alle Überlebenden. Leute. Hätten wir das letztes Mal gelesen, dann hätte ich die ganzen Tode auch irgendwie, dann wäre es vielleicht nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Wie gesagt, ich bin off-cam so oft gestorben, ja. Ich habe so oft gegen diesen Hurensohn gekämpft und habe so oft versagt. Weil ich glaube, ist eine These, beruht nicht auf Fakten, aber ich glaube, aktuell kann ich den Licker gar nicht töten. Ich glaube, mit einer mickrigen Pistole geht das nicht. Ich glaube, dafür brauchst du echt eine Flinte. Kann sein, dass ich mich irre. Ich will auch nicht wieder, ne, die Schuld von mir wegschieben. Ich bin ein schlechter Schütze. Aber, ja, ich glaube, so wäre das nichts geworden. Ich glaube, so wäre das nichts geworden. Gut. Mal gucken, was das hier jetzt wird. Ich bin auf jeden Fall excited. I'm so excited. And I just can't hide it. Okay, ein Counter. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wow. Was ist passiert? Man hat auf jeden Fall wieder Geschrei gehört. Das klang fast wie ein Lickerschrei. Hier liegen Bodies. Keine Buddies, sondern nur Bodies. Meine englische Aussprache lächzt nach, ich wollte eigentlich sagen, lässt zu wünschen. Warte mal, was ist denn hier los? Ich höre Geräusche. Was haben wir hier? Och, nicht schon wieder sowas. Ach, ich verstehe es doch nicht, Mann. Ich verstehe es doch einfach nicht. Und was? Okay. Es ist einfach nur ein Tor, so. Nee, er hat noch Beine, aber er krabbelt. Ich würde sagen, den ignorieren wir gekonnt und gehen. Ach nee, wir können hier gar nicht hoch. Ich dachte kurz, das wäre eine Leiter, aber es ist ein. Einfach nur. Ist eine Leiter, aber sie führt nirgendwo hin. Ja, wahrscheinlich müssen wir. Ich muss mal echt hier die ganzen Dokumente mal durchgucken irgendwann. Ne? Wir haben. Hier, guck mal zum Beispiel hier. Na, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwo steht, was wir hier zu tun haben. Oder dass ich irgendwas übersehen habe. Vielleicht werde ich das mal zwischen den Folgen machen, ja. Dann zählt es ja auch nicht als geschummelt. Sollte es sowieso nicht zählen, aber naja, ich. Keine Ahnung, Freunde. Bevor ich hier dumm durch die Gegend laufe. Auf jeden Fall, unser Ziel jetzt sollte es sein, zu speichern, in irgendeinen sicheren Raum zu gelangen. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Mission. Und dann würde ich fast sagen, haben wir auf jeden Fall irgendwas erreicht. Wenn auch nicht allzu viel. Und ich versuche jetzt an ihm vorbeizulaufen. Weil ganz ehrlich, der ist mir keine Kugel wert. Der Hund ist mir keine Kugel wert. Und ich weiß, ach, das war tatsächlich der hier hing, ne? Ich hab's doch gesagt, dass er irgendwann noch darunter stürzt. Ich hab es gesagt. Nein. Ach doch, ich kann das wegschieben. Oder? Halten. Gut, weil, wenn ich da rein kann, weiß ich nämlich, wo es zur Sicherheit in einen sicheren Raum geht. Wenn mich nichts mehr überrascht. Da ist auch noch eine Tür.
zu der wir aber nicht gelangen können aktuell. Hier unten haben auch noch ein paar Zombies überlebt, glaube ich. Hört sich auf jeden Fall so an. Ja, da steht noch ein Kollege. Was war hier? Was war hier nochmal? Auch wieder so ein Gedöns. Ach, Freunde, was hat das mit diesem Zeug auf sich? Karte der Polizeistation. Ja gut, gib mir mehr Karten. Karten, Karten, Karten. I like it. I need it. Schießpulver. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir erstmal. Und wir nehmen jetzt etwas Kraut zu uns. Ein bisschen weniger starkes Kraut, ne? Und ja, dann, wie viel? 16 Minuten? Wir machen noch irgendwas. Irgendwas machen wir noch. Und wenn es nur dummes Gelaber ist, so. Ne, erstmal heilen, damit ich, falls ich wieder abkacke und diesen Spielstand öfters laden muss, dass ich dann nicht immer wieder neu heilen muss, ne? Weil das hatte ich nämlich eben, den Fehler habe ich eben gemacht, da muss ich immer wieder mein Messer aufs Neue ausrüsten. Was auf Dauer ein bisschen nervig wurde. Ich sag's wie es ist, Freunde. Es nervt. Leben ist einfach nur nervig. Gut. Gespeichert. Ich meine, ich sehe da, es wird dann offensichtlich gezählt, wie oft man gespeichert hat. Und dann kann man sich am Ende einen runterholen, wenn man es geschafft hat, mit ein, zwei Speicherungen durchzuspielen. Ne? Desto weniger, desto besser. I don't really give a shit, man. Sowas ist mir eigentlich relativ Latte. Hauptsache, wir schaffen es hier irgendwo. Und apropos, Hauptsache, wir schaffen es hier irgendwo. Ich möchte mir dieses Buch mal genauer ansehen. Nachdem eben die Meldung kam, dass man gewisse Gegenstände untersuchen sollte, ja, ich hätte vielleicht gedacht, dass sich da was drin versteckt. Weil das hatten wir auch schon mal bei Resident Evil. Ich glaube bei Resident Evil 1 Remake, dass ich irgendwie was im Buch, dass man das öffnen konnte. Oh! Oder anders! Ich lese gerade den Text. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Ja, Freunde, da weiß ich doch auch, was direkt zu tun ist. Vor ein paar Folgen hatten wir doch diese Statue, diese Religious, diese komische, was weiß ich, sah aus wie ein, hier so eine religiöse Figur. Ich bin nicht allzu religiös, ich bin damit nicht vertraut. Sah auf jeden Fall so aus, als hätte es mich vergewaltigen wollen. Kleiner Stich hingegen, weißt du, katholische Kirche, haha, habt ihr verdient? Keine Ahnung, Freunde. Warte. Hier ist ja auch noch ein Tresor und dafür haben wir doch auch noch was. Und zwar ein kleiner, tragbarer. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wow. Ich habe nur widerliche Geräusche gehört, aber irgendwas geht hier ab. Und nichts Gutes, Freunde. Nichts Gutes. Es gibt nichts Gutes. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, das waren noch die Brennenden, oder? Da waren doch letztes Mal die Brennhund-Zombies am Start. Anscheinend hat sich das Feuer gelegt. Puh. Linker Arm mit Buch. Ja, linker Arm mit Buch. Da-da-dam. 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 Das ist aber eine komische Hintergrundmelodie. Ich weiß nicht, was sich Capcom dabei gedacht hat. Ja, aber cool, wir haben ein Zepter. Auch das werde ich mal direkt untersuchen. Rotes Juwel. Cool, das werde ich jetzt verticken und dann werde ich mir erstmal Drogen besorgen. Freunde, und damit sage ich bis zur nächsten Episode. Wuhu.